Herzlich willkommen bei einem neuen Interview heute mit Attilio Muccione. Hallo lieber Attilio, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und was du so machst. Hallo Gianni, danke, dass ich auf diesem Weg mit deinen Leuten kommunizieren darf. Ich heiße Attilio Muccione und wie der Name schon verrät, habe ich italienische Wurzeln, genau wie du. Und zufälligerweise sind wir auch im gleichen Dorf aufgewachsen, im kleinen Herisau. Und unsere Familien kennen sich ja seit Jahren dort aufgewachsen, katholisch natürlich. Und ja, ich habe dort den größten Teil meines Lebens verbracht in Herisau und habe dann beruflich zuerst mal einen KV gemacht. Dann habe ich mich im Personalbereich vertieft und habe auch einen Betriebswirtschaftler abgeschlossen. Und vor rund 16 Jahren hat sich dann mein Leben völlig geändert. Da war ich in einer Firma und mein Arbeitsvertrag ist abgelaufen und ich suchte etwas Neues im Personalbereich und habe dann nichts gefunden, was mir zugesagt habe. Und dann habe ich eigentlich mein Hobby, was damals schon Hypnose war, zum Beruf gemacht. Und nun praktiziere ich seit 16 Jahren Hypnose. Und ja, und es freut mich immer wieder, wie ich Menschen auf ihrem Weg helfen kann. Und wie gesagt, das sagst du ja auch, wir sind Begleiter, nicht Heiler, weil jeder Mensch hat das Potenzial, alles in sich zu heilen. Ob es jetzt körperlich oder psychisch ist, das spielt gar keine Rolle. Es hat immer einen seelischen Hintergrund. Und das ist meine Überzeugung. Und ja, und ich bin ja selber Buchhalter auch gewesen, lange Zeit, also ein Kopfmensch. Und darum glaube ich auch nur das, was ich selber sehe und erlebe. Schön. Wie war dann das für dich? Also, du hast erzählt, am Anfang war es ein Hobby, aber wie bist du dazu gekommen? Erzähl ein bisschen. Ich habe damals jemanden kennengelernt und diese Person hat einen Haufen Komplexe gehabt und ich wollte dieser Person auf irgendwie eine Art helfen. Und dann habe ich mich informiert und irgendwann bin ich dann auf Hypnose gekommen und da habe ich dann eine Ausbildung in Deutschland gefunden und da hieß es, Hypnose ist eine Technik, es braucht keine Voraussetzungen und am ersten Tag kann man schon hypnotisieren. Und ich als Kopfmensch natürlich habe mir gesagt, ja, das ist doch nicht möglich, so ein Scheiß, auf Deutsch gesagt, oder? Und bin dann in diese Ausbildung gegangen und dann hat das funktioniert. Und für mich ist da wie eine neue Welt aufgegangen. Und ich habe dann das Thema Hypnose vertieft, indem dass ich praktisch jedes Buch über Hypnose gelesen habe und auch noch ein paar Fortbildungen gemacht habe und dann wirklich das als Hobby gemacht habe. Schön. Eben, ich kenne das Thema auch schon. Ich durfte auch schon mehrere Sachen erleben. Ich freue mich auch bald bei dir es mal zu erleben, wie das so ist. Aber ich denke, so in deiner Zeit, wo du jetzt sind es schon 16 Jahre, durftest du sehr viele Menschen eben auch begleiten. Wie ist das mit der Hypnose? Ist es für jeden zugänglich oder welche Voraussetzung braucht es, wenn du eine Hypnosesitzung machst mit einem Klienten, damit es auch erfolgreich wird oder eben, dass das Gegenüber auch sich öffnen kann? Also grundsätzlich ist es ein natürlicher Zustand und jeder hat die Möglichkeit, in diesen Zustand zu kommen. Es braucht einfach zwei Voraussetzungen, das wirklich das Wollen und die zweite Voraussetzung ist das Vertrauen in denjenigen, der das macht. Also wenn ich das will, aber der Typ oder der Therapeut ist mir nicht sympathisch, dann geht das nicht, oder? Aber wenn jetzt zwei Voraussetzungen stimmen, dann hat jeder die Möglichkeit, in diesen Zustand zu kommen. Es gibt einfach Leute, die kommen sehr schnell und sehr tief in diesen Zustand und es gibt andere Menschen, die brauchen etwas länger. Aber grundsätzlich ist es etwas Natürliches und jeder kann in diesen Zustand kommen. Und jeder Mensch ist, ob er das bewusst wahrnimmt oder nicht, mehrmals im Tag in einem hypnotischen Zustand. Also wenn du zum Beispiel ein spannendes Buch liest, dann bist du voll fokussiert auf dieses Buch und du hörst und siehst, dass alles ringsum läuft, aber es stört dich nicht, weil du fokussiert bist. Das ist genau das Gleiche bei der Hypnose.
Du bist voll fokussiert, du bekommst alles mit, du bist nicht weg und weißt auch nachher, was ja vorgekommen ist. Schön, dass du das eben auch gerade angesprochen hast, weil viele Menschen haben immer noch ein bisschen so ein Tabuthema wegen der Hypnose. Ja, es ist etwas ganz Natürliches. Wir sind immer wieder in diesen Zuständen. Man kann ja sehr gut auch mit Hypnose selber arbeiten, hä? Dass man sich selber dort unterstützt. Aber ich denke auch, wenn man wirklich zu jemandem geht, so wie du, wo schon seit so vielen Jahren Menschen begleitet, du hast da schon sicher auch Fähigkeiten antrainiert, dass du eigentlich diesen Raum sehr schnell öffnen kannst und eben auch eine Möglichkeit schaffen kannst, dass Menschen sich eben auch dort entspannen können und eben auch in diesen Zustand gelangen. Also eben das Wichtigste ist wirklich, das Vertrauen zu haben, diesen Menschen, der die Hypnose führt, weil, wie gesagt, du kannst diesen Zustand selber kommen, aber wenn du wirklich Probleme lösen willst, dann ist es sehr schwierig, dich in einer Situation zu bringen, die vielleicht nicht so angenehm ist und dann dich aus dieser Situation rauszuführen. Darum ist eigentlich der Therapeut, der dich begleitet, sehr wichtig. Ja, das dachte ich vorher auch eben so einfachere Themen, wo man selber mal anschauen kann. Aber wenn es um tiefere Themen geht, da finde ich, da ist es ja wichtig, dass man sich auch Unterstützung holt. Für das sind wir ja hier. Ich sage immer wieder, es gibt so viele wunderbare Menschen mit so vielen Talenten auch und Gaben auch. Und ja, man soll etwas ausprobieren, wenn man nicht mehr weiterkommt, damit man eben dort unterstützt wird. Jetzt. Was ist so das Außergewöhnlichste, was du so erlebst, wenn du eben bei Klienten eine Hypnosesitzung machst? Also es ist ja eigentlich jede Behandlung ist außergewöhnlich, oder? Weil die Leute kommen, du siehst, dass sie ein Problem haben, also die sind depressiv zum Beispiel, oder? Oder haben Ängste und das sieht man natürlich, oder? Also für mich ist das, die Augen sind das Fenster zur Seele, oder? Und wenn ich in die Augen schaue und die sind matt, oder? Da weiß ich, da ist etwas los, oder? Und wenn die Behandlung durch ist und die Augen öffnen, du siehst einfach den Unterschied und die Augen strahlen, oder? Und du weißt, es ist etwas passiert, oder? Und da ist jede Behandlung ist außergewöhnlich. Klar gibt es auch Sachen, wo ich dann eben als Buchhalter, als Kaufmensch mir sage, hey, ist das überhaupt möglich, oder? Aber ich weiß in dieser Zeit, dass alles möglich ist, oder? Es ist wirklich alles möglich. Das Wichtigste ist einfach, dass man an die Ursachen kommt. Jetzt gerade betreffend Ursache. Wie ist das so, der Verlauf, wenn jemand jetzt mit einem Thema zu dir kommt? Genügt eine Hypnosesitzung? Eben, wir sind ja nur Begleiter, oder? Und ich sage immer, für mich ist das Unterbewusstsein auch die Seele des Menschen und die Seele entscheidet, wenn, was und wie viel hervorkommt. Es gibt Leute, da, also die meisten Leute, die zu mir kommen, die kommen nur einmal, das sind etwa 80%, aber es gibt Leute, wo es vielleicht eine zweite oder dritte Sitzung braucht. Ich sage immer, wenn du zu einem Psychologen oder Psychiater gehst oder auch zum Arzt, da gehst du nicht einmal. Zum Psychologen gehen die Leute manchmal über Jahre, alle 2 Wochen. Und ja, ob es dann etwas gelöst ist, das stelle ich dann schon in Frage. Vielfach ist es auch so, dass die Leute einmal kommen mit der Erwartung, ich drücke den Knopf und dann ist das Problem gelöst. Und das geht ja wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Aber wie gesagt, Heilung ist immer Selbstheilung. Wir begleiten Menschen und wenn die Seele bereit ist, geheilt zu werden, dann öffnet sich das auch. Ja, das sehe ich genau auch so und das ist sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen. Eben wir begleiten, es braucht immer einen Prozess, aber was man eigentlich macht, man stößt ja auch wieder Prozesse an. Durch die Hypnose aktiviert man nämlich auch wieder einen Prozess. Aber es braucht halt manchmal auch die Zeit, bis es sich integriert und dort diese Erwartungshaltung, die erlebe ich bei vielen auch, ja, wie wenn man einen Zauberstab hat. Hä? Dass es gelöst ist. Nein, wir können es nur selber lösen. Aber manchmal eben ist es sehr unterstützend, wenn wir dort die Unterstützung annehmen von jemandem, wo eben auch etwas aktivieren kann. Und ich bin überzeugt, mit Hypnose kann man sehr viel machen und vor allem auch sehr weit auch unterstützen. Ich durfte viele Menschen auch erleben, wo ja in sehr schwierigen Lebenssituationen waren und eben auch dank Hypnose heute ein entspannteres Leben auch führen können. Wie ist das? Wie beschreib doch mal ein bisschen, wie funktioniert jetzt gerade so eine Sitzung? Gibt es zuerst ein Gespräch oder fängst du gerade an? Wie läuft das ab?
Also es ist so, dass eigentlich zuerst ein Gespräch stattfindet. Zuerst erkläre ich mal die Hypnose und den Ablauf. Und dann gibt es ein kurzes Gespräch, damit ich ein bisschen roten Faden habe, oder? Und was bei mir speziell ist, ich integriere alle Themen, oder? Also der Klient ist für mich der falsche Begriff. Der Patient ist auch falsch. Es geht eigentlich Allerdings. um den Menschen, oder? Und der Mensch erzählt mir dann das Problem in erster Linie und dann erzählt er mir die ganze Kindheit, seine Beziehungen, Arbeiten, Beruf, was er gemacht hat und was ich auch immer anschaue, sind verstorbene Menschen. All diese Themen, die behandle ich dann in der Sitzung und bei mir geht eine Sitzung 2,5 bis 3 Stunden. Aber da nehme ich wirklich verschiedene Themen mit rein und ja. Und ich fange dann eigentlich nach einer Viertelstunde, eine halbe Stunde Gespräch, fange dann die Behandlung an. Okay. Und dann gehst du eben Schritt für Schritt, gehst du durch, Thema für Thema. Genau. Aber das Thema spürst du dann für dich intuitiv nach der Zeit, wo du die Geschichte Das gehört hast. hört man meistens raus und viele Themen hängen zusammen, oder? Ja. Und das Thema, das bei den meisten ist, ist das Selbstliebe. Es kreist immer um dieses Thema, oder? Ob es dann eine Sucht ist, die behandelt wird, oder ein Beziehungsproblem ist, oder eine Depression. Es geht vielfach um den Selbstwert. Und Ängste sind natürlich auch immer ein sehr starkes Thema. Ja, da gehen wir ja gerade mal in so ein Thema rein. Jetzt Selbstliebe. Was bedeutet Selbstliebe für dich und was für Möglichkeiten schenkst du den Menschen, damit sie eben auch dort wieder mehr in diese Liebe kommen? Also bei mir ist das Prinzip ja immer an die Ursachen zu gehen, oder? Irgendwo hat dieser Mensch erfahren, dass er vielleicht nicht wertvoll ist, oder? Und das beginnt, was für viele Menschen auch nachvollziehbar ist, im Mutterleib. Also wenn die Mutter zum Beispiel das Kind gar nicht wollte, im Extremfall, oder? Das Baby nimmt das mit. Und das ist heute schon wissenschaftlich erwiesen, dass Babys sehr viel wahrnehmen. Also wenn du auf die Welt kommst und weißt, meine Mutter will mich nicht, wollte mich nicht, oder? Dann hast du ein Problem. Und das zieht sich dann durch das ganze Leben durch. Und darum ist es wichtig, dass man eben die Wurzel dann dieser Ursache löst. Und eben, du kannst jetzt das ganze Leben Kurse machen und Weiterbildung machen, wo dir eingeredet wird, du bist wertvoll, du bist wertvoll, oder? Aber das ist schön und gut, oder? Aber wenn du die Wurzel nicht gelöst hast und eben diese Situation im Mutterleib nicht angeschaut hast, dann ist es vielleicht eine Weile gut und das Problem taucht aber wieder früher oder später auf. Ich vergleiche das immer mit einem Unkraut. Da kannst du die Blätter abschneiden, alles, oder? Und dann sagst du, ja, ist kein Unkraut, da ist ja nichts da, oder? Aber wenn du die Wurzel nicht packst, oder? Nach 2, 3 Monaten ist das Unkraut wieder da. Und das ist eben meine Überzeugung und so arbeite ich. Ich gehe wirklich an die Ursachen an. Ja, was vielleicht wichtig ist, auch zu sagen, ist eben durch den Zustand der Hypnose ist es ja möglich, auch tiefer in tiefere Ebenen reinzugehen, die wir sonst in unserem Tagesbewusstsein eigentlich verdrängen. Lassen wir ja nicht zu und dort öffnen sich ja die Türen und dort kann man ja dann eben auch einen Impuls schenken. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich, wie du jetzt erzählt hast, er hat, ist in einer Familie aufgewachsen, er hat nicht so diese Bestätigung, Liebe bekommen. Was setzt du dann in der Hypnose bei diesem Menschen ein oder was sagst du ihm dann? Also das Prinzip ist ja ganz einfach, weil ich gehe in die Situation zurück, also er sieht sich dann, also er erzählt mir dann, ich bin jetzt im Mutterleib, oder? Und dann schau mal, wie geht es deiner Mutter? Und dann sagt er, meine Mutter geht es schlecht. Ja, wieso? Sie will mich gar nicht, oder? Und jetzt versuche ich diesem Baby zu erklären, wieso, dass der Mutter vielleicht nicht so gut ging in dieser Situation, vielleicht das Kind gar nicht wollte, oder? Das kann ja sein, dass später die Mutter das Kind ja annimmt, oder? Und vielleicht gerade in dieser Situation, wo sie schwanger war, eine Krise hatte und diese Gedanken hatte, oder? Also wir gehen zurück an die Wurzel und schreiben diese Situation um, so dass sie stimmt für ihn, oder? Also ich erkläre ihm dann, deine Mutter, die konnte vielleicht nicht anders, weil sie ein Problem hatte. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Und dann merkt er, dass die Mutter eben nicht der Täter war, sondern der Opfer, das Opfer war, oder? Und Ja, das ja.
Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist so banal, aber das fasziniert mich eben an der Hypnose, oder? Weil es wirklich einfach ist, oder? Und wenn du die Wurzel findest, dann kannst du wirklich alles lösen. Ja, und es ist ja wirklich eigentlich, ich erlebe das ja auch, es ist ja, das Leben ist eigentlich sehr einfach. Aber wichtig ist, dass wir uns einfach mal diese Zeit nehmen und wirklich mal wirklich bereit sind, auch hinzuschauen. Ich erlebe das ja auch ähnlich, eben einfach in einem anderen Zustand. Also die Kräfte, die durch mich wirken, sie gehen ja auch in die Geschichte zurück und schenken diesem Wesen gerade in dem Moment, wo es geschah, eine andere Sichtweise und eigentlich genau das Gleiche, damit es dort wieder fließen kann und eben damit es auch weitergehen kann. Was aber noch spannend ist, gell, wir haben ja, sagen wir mal so, einen Rucksack, den wir hier füllen, einen Rucksack, den wir im Mutterleib bekommen, aber wir haben ja auch einen Rucksack, den wir noch mitnehmen aus vergangenen Leben. Wie zeigt sich das in der Hypnose? Genau, ich kann ja mit dir offen über das Thema reden, oder? Weil viele Leute, die zu mir kommen, da sage ich einfach mal, es geht zurück bis in den Mutterleib, oder? Aber für mich ist natürlich klar, es geht noch weiter zurück, oder? Und ich war ja ein Kopfmensch, katholisch aufgewachsen, oder? Nach dem Tod, was gibt es? Himmel oder Hölle, oder? Also eben mehr gibt es nicht, oder? Und in der Hypnose habe ich eigentlich dann wirklich ein Schlüsselerlebnis gehabt, oder? Da war eine Frau. Im Seminar, in der Ausbildung, die war 27 Jahre alt, war in Deutschland aufgewachsen und in der Hypnose war sie ein Mann und vor 300 Jahren lebte sie in Somalia. Und die hat während der Hypnose und nach der Hypnose eine halbe Stunde lang fließend Somalisch geredet. Also, wenn ich das erzähle, geht es mir wieder kalt und Rücken runter, weil da habe ich gemerkt, hey, es gibt etwas vorher. Und ich sage immer, es ist die Seele, das Unterbewusstsein für mich, und die entscheidet, ob sie ein anderes Leben will oder nicht. Aber vielfach sind die Ursachen eben aus anderen Leben, oder? Und darum nützt eben der Psychologe, der Psychiater noch viel weniger, weil die kommen ja nicht mal in den Mutterleib rein, oder? Und viele Ursachen sind wirklich aus anderen Leben. Und da hat sich auch bei den Menschen sehr viel verändert. Als ich angefangen habe, da war es vielleicht jeder Dritte, der vielleicht in ein anderes Leben gekommen ist. Und heute sind es mindestens drei Viertel Leute, die kommen einfach in ein anderes Leben. Ob sie jetzt daran glauben oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Und ich erzähle bewusst nichts von anderen Leben, weil ich dann nicht weiß, ob er völlig dagegen ist und dann sich sperrt. Oder ob er dann das unbedingt will und dann sich Druck macht und dann kommt auch nichts. Wenn es kommt, dann kommt es automatisch, oder? Und die meisten hinterfragen das gar nicht. Die sind dann schon paff nach der Behandlung, aber die hinterfragen das nicht und sagen, ja, jetzt ist mir vieles klar. Und viele Leute, die kennen ja das Déjà-vu. Also du gehst irgendeinen Ort hin, wo du noch nie warst, oder? Und du gehst hin und du fühlst dich zu Hause, oder? Das ist für mich auch ein Beweis, dass unsere Seele schon überall war oder an vielen Orten war. Oder das Gleiche ist, wenn man Menschen trifft. Du triffst immer wieder die gleichen Seelen. Und du kommst mit jemandem zusammen, noch nie gesehen, nach 2, 3 Minuten hast du das Gefühl, den kenne ich schon ewig. Das sind auch so Déjà-vu. Und wie gesagt, ich habe so viele Sachen erlebt und für mich ist es klar, es gibt ein Leben vorher. Und wenn es eins vorher gibt, gibt es auch eins nachher. Das ist die Logik für mich. Ja, das ist, erlebe ich auch tagtäglich. Auch eben, ich erlebe es halt nicht gerade so jetzt in der Hypnose. Ich nehme es wahr, wenn ein Mensch kommt, sehe ich seine Geschichte. Und es ist immer sehr spannend, eben wenn man Menschen trifft, wo das ganze Leben wirklich gekämpft haben wegen einer Situation, aber eigentlich nur, weil sie es nicht verstehen. Einfach, sie verstehen es nicht und eben durch das, dass man ihnen eben diese Sichtweise schenkt, kann sich sehr vieles lösen. Oder jetzt in deinem Beispiel auch eben, wenn sie in diesen Zustand gehen und sich erinnern. Ja, ich staune immer wieder, was alles möglich ist. Und Attilio, ich möchte dir danken, wirklich von Herzen für deine Unterstützung, die du den Menschen gibst. Ich hoffe, dass sehr viele Menschen auch zu dir finden, immer wieder, weil ich weiß, ich spüre dein Herz, das ist riesengroß. Ja, und einfach danke vielmal, dass du da bist und eben auch diese Möglichkeit in dir geöffnet hast, weil ich weiß, das war auch nicht immer ganz einfach, das hat auch dein ganzes Leben verändert. Ja.
Aber ja, danke vielmal, Adilio. Danke dir und danke für die Möglichkeit und auch dir alles Gute und eben aus dem Herzen, das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Ob wir jetzt Hypnose machen oder andere Sachen machen, es spielt keine Rolle. Alles, was aus dem Herzen ist, ist einfach positiv, oder? Und das ist das Schöne. So, liebe Zuschauer, wenn ihr möchtet, wird es noch einen zweiten Teil geben vom Interview. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung.